Und damit kommen wir auch schon zur nächsten Disziplin und die heißt Umrunden. Und damit sind wir bei der dritten Disziplin der Hundesjugendspiele. Die Teilnehmer müssen auf Kommando die blaue Stange umrunden. Dabei bestimmt der Besitzer die Entfernung. Eine solche Stange und eine ganze Menge Platz, mehr brauchen wir nicht bei unserer nächsten Disziplin. Umrunden hört sich erstmal leicht an, aber es ist eine sehr große Herausforderung, den Hund von sich wegzuschicken. Unsere erste Kandidatin Lisa ist eine echte Sportskanone. Ihr Hund Yoshi steht ihr aber in nichts nach. Der 23 Wochen alte Labrador sieht bereits aus wie ein kleiner Athlet. Doch Yoshi ist ziemlich verspielt. Also Yoshis Stärken sind auf jeden Fall, dass er sehr lernwillig und lernbereit ist. Also seine Schwächen sind, ist, dass er auf jeden Fall sehr nervös ist und schnell abgelenkt. Das bereitet uns manchmal Schwierigkeiten beim Üben. Und was hält Lisa von der Aufgabe? Oh, was ist das denn? Wird interessant. Eure Disziplin lautet Umrunden. Es geht darum, euren Hund möglichst auf großen Abstand um diese Stange herumzuschicken. Ihr habt drei Versuche und müsst möglichst viele Meter schaffen. Im ersten Schritt geht es zunächst darum, den Hund an die Stange zu gewöhnen. Das machen wir mit maximaler Hilfe. In der linken Hand habe ich kein Futter, in der rechten Hand schon. Und jetzt führe ich meinen Hund ganz deutlich hinter diese Stange und dann wird genau im Scheitelpunkt belohnt und ich gehe dynamisch rückwärts, ziehe meinen Hund mit, feier den dafür. Das soll ganz viel Spaß machen. Boah, Yoshi, das wird sicher eine richtig coole Übung. Das werden wir richtig rocken. In Woche 1 muss Lisa ihrem Yoshi aber vor allem erstmal die Richtung klar machen. In Woche 2 muss Yoshi dann selbstständig werden, bevor ab Woche 3 endlich die Entfernung dazukommt. Yoshi und ich werden gewinnen, weil wir ein super Team sind und richtig viel Motivation haben. Lisa, die Trainingszeit ist nun vorbei. Jetzt wird's gleich ernst. Wie ist Yoshi denn heute drauf? Ja, der ist heute sehr spielerisch drauf und von allem ein bisschen abgelenkt. Aber ich denke, der wird das schon rocken. Bevor es für euch losgeht, ist es natürlich noch an der Zeit, eure Kontrahenten vorzustellen. Peludin hat mit Yoshi 1 gemeinsam, in beiden steckt ein bisschen Labrador. Die 30 Wochen alte Peludin ist ein Australian Labradoodle. Sie ist immer motiviert und gibt immer Vollgas. Peludin ist sehr kuschelbedürftig, manchmal auch sehr frech, ziemlich chillig, aber hat auch ihre sehr temperamentvollen Seiten. Give me five. Und hat offensichtlich auch ihre ignoranten Seiten. Ich wünsche mir eigentlich eine Aufgabe, wo sie ihr Köpfchen einsetzen kann. Und wo sie letztendlich sich sportlich betätigt, weil sie auch gerne läuft und rennt. Okay. Nach einigen Trainingseinheiten ist es dann soweit. Wir testen, ob unser Hund schon verstanden hat, was seine Aufgabe ist. Und zwar, indem wir überhaupt nicht mehr helfen. Was ich jetzt mache, ist einfach meinem Hund zu zeigen, guck mal, hier ist ein Leckerchen. Ja? Und dann sehen wir jetzt hier sehr schön bei Juno, super, dass sie schon von alleine, aufgrund des Trainings vorher, mir anbietet, was ich sehen will. Okay, wow, was für eine Aufgabe. Cool, oder? Machen wir. Kuss. In Woche 1 fehlt dazu aber noch die richtige Peilung. Falsche Richtung, Peludin. In Woche 2 müssen die Stangen klar angegangen werden, um dann in Woche 3 richtig Strecke zu machen. Peludin ist für uns unser Jackpot und ich glaube, wir werden die Aufgabe mit Bravour meistern und es rocken. Jan, ihr beide seht sehr tiefenentspannt aus. Fühlst du dich auch so? Ja, das scheint nur so. Aber wir haben in den letzten Wochen hart trainiert und ich glaube, wir werden das heute rocken. Sehr schön. Damit das Ganze fair abläuft, losen wir jetzt aus, wer von euch beiden beginnen darf. Und zwar mit dem altbewährten Spiel Schere, Stein, Papier. Bitte schön. Schere, Stein, Papier. Ja. Nochmal. Schere, Stein, Papier. Jawohl. Okay, du hast gewonnen, Lisa. Ladies first ist ja auch gar nicht so verkehrt. Da ist die Stange. Los geht's. Lisa und Yoshi machen den Anfang. Noch einmal konzentrieren und fokussieren. Erster Durchgang beginnt. Lisa, überleg dir genau, wo du die Stange platzierst.
Macht Lisa Strecke oder gibt sie Yoshi erstmal Sicherheit? Das sieht nach Sicherheitsvariante aus. So, das sind schon gute 5 Meter. Ich bin gespannt. Ich gebe dir ein Startzeichen. Macht euch bereit. Auf die Pfoten, fertig, los. Yoshi setzt sich gemächlich in Bewegung. Aber das ist die falsche Richtung, Yoshi. Was ist denn da los? Yoshi, komm mal her. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Mach's einfach normal, ist nicht schlimm. Den zählen wir noch nicht. Das ist ja auch wirklich eine hohe Ablenkung hier für den Yoshi, das muss man ja sagen. Wir bleiben fair. Vielleicht kannst du dich so ein bisschen nach da hinten entfernen, kannst ja trotzdem alles sehen. Und dann kann Yoshi sich jetzt besser konzentrieren. Und rum. Aber wieder zögert Yoshi erst mal. Und was macht er denn jetzt? Ja, da ist er doch, der erste gültige Versuch. Jawohl, sehr, sehr gut. Den Durchgang können wir auf jeden Fall geben. Okay, Jan, dann für dich die Stange. Entscheide weise, wie weit du sie schicken willst. 5 Meter sind vorgelegt. Legt Jan jetzt einen drauf? Oh, du gehst weiter. 8 Meter. 8 Meter, das ist schon eine Ansage. Wann immer du willst. Peludin ist offenbar voll auf das Hindernis fokussiert. Ja! Wahnsinn! Mega gut! Super, und auch in was für einem Tempo, ja? Grandios! 8 Meter für Jan und Peludin. Und die haben direkt den zweiten Versuch. Und Jan legt noch mal etwas drauf. Wir sind bei 15 Meter. Das wäre echt schon eine Nummer. An Unterstützung mangelt es jedenfalls nicht. Und Peludin scheint echt gut drauf. Und los geht's schon. Unglaublich, dieser Fokus auf die Stange. Damit kommen 15 Meter auf Peludins Rechnung. Wir sind bei 23 Metern. Jetzt muss Yoshi abliefern. Das sind ungefähr 8 Meter. Okay, du kannst direkt loslegen. Yoshi? Und rum! Ja, jetzt läuft es doch. Yoshi ist schon an der Stange. Und? Ganz knapp. Er hat eigentlich die Entfernung geschafft, aber ist nicht rum. Ist aber nicht schlimm. Einen Fehlversuch dürfen wir uns ja erlauben. Ne? Ja. Deswegen darfst du es noch mal machen. Vielleicht schafft das jetzt. Yoshi? Und rum. Yoshi ist wieder auf dem Weg. Klappt es diesmal? Jawohl! Damit gehen 8 weitere Meter in seine Wertung ein. Und damit kommen wir zum dritten Versuch mit dir, Jan und Peludin. Und ihr habt Pause. Sehr gut. Hier ist die Stange. Viel Erfolg. Danke. Peludin liegt vor dem letzten Versuch vorne. Jetzt heißt es Strecke machen. Yoshi hat zum Schluss alles in der Hand. Pfote. Wow, das ist heftig. Das wäre der absolute neue Rekord. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob sie das schafft. Sie wirkt sehr fokussiert. Die Konzentration ist da. Und jetzt. Guter Start. Wahnsinn. Ja! Wahnsinn. Fein, das ist, glaube ich, ganz schwer zu toppen für Yoshi. Eine extreme Leistung. Da hat Peludin aber mächtig vorgelegt. Das wird schwierig. In der Summe müsstet ihr beide jetzt 31 Meter schaffen, um zu gewinnen. Ja, ich denke, das schafft der Yoshi auf gar keinen Fall. Und deswegen mache ich jetzt noch mal eine kurze Distanz, damit er wirklich Freude daran hat. Absolut richtig. Es sollte immer ein Erfolg zum Ende geben. Und er ist auch mit ein Sieger. Einen fürs Köpfchen, ja? Genau. Prima. So, ein für die Fleischwurst, ja? Yoshi? Und rum. Reiß dich zusammen und zeig doch mal, was du kannst, Yoshi. Ja! Und jawohl! Sehr, sehr gut. Und damit seid ihr beide völlig zu Recht im großen Finale später. Und bei dir, Lisa, dürfen wir uns bedanken. Das war auf jeden Fall auch richtig, richtig gut. Wir haben es geschafft. Ja. Toll gemacht. Give me 5. Ja, ich bin mega stolz. Freue mich auf das Finale mit den anderen Hunden und Teilnehmern.